Der Muslim muss Allah subhanahu wa ta'ala in allem, was er ihm an Pflichten auferlegt hat, Folge leisten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es uns gefällt oder nicht, ob es uns leicht oder schwer fällt. Wann immer ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala uns erreicht, muss die Antwort lauten: Wir hören und gehorchen. In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem Irrtum. Doch wir wissen, dass das Leben eine Prüfung ist und wir auf dem Weg ins Paradies auf Hindernisse stoßen werden, die wir überwinden müssen. Auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden Steine in den Weg gelegt. Diejenigen von seinem Volk, die ihm feindlich gesonnen waren, wollten ihn von seinem Weg abbringen. Doch ungeachtet der Konsequenzen und Schwierigkeiten, die ihn sallallahu alaihi wasallam treffen sollten, rief er die Menschen zum Islam auf. Als sie genug vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten, gingen sie zu Abu Talib, unter dessen Schutz der Prophet stand, und sagten zu ihm: Abu Talib, du genießt eine Position von Ehre und Respekt unter uns. Wir forderten dich auf, deine Neffen zu stoppen, aber du hast nichts unternommen. Wir können nicht einfach stillsitzen, wenn er weiter schlecht über unsere Vorväter spricht und unsere Götter verspottet. Du musst ihn aufhalten, oder wir werden gegen ihn und dich kämpfen, bis eine der beiden Parteien zerstört wird. Abu Talib berichtete dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von der Lage, woraufhin er folgendes antwortete: Onkel, selbst wenn sie mir die Sonne in meine rechte und den Mond in meine linke geben würden, damit ich von meiner Dauer ablasse, so würde ich nichts derartiges tun, bis Allah diese Botschaft siegreich macht oder ich dabei sterbe. In diesem Ereignis tritt besonders eine Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Und diese ist seine Kompromisslosigkeit in Bezug auf den Islam. Diese Kompromisslosigkeit sollte allein daraus hervorgehen, dass wir Diener Allahs sind und ihm subhanahu wa ta'ala in allem, was uns gefällt oder missfällt, gehorchen müssen. Eines der Hindernisse sind Menschen, die uns vom geraden Weg abbringen wollen. Doch nicht indem sie uns sagen, dass wir den Islam gänzlich ablegen sollen, sondern damit angefangen, dass wir im Islam Kompromisse eingehen. So berichtet Ibn Ishaq in seiner Sira von einem weiteren Ereignis. Eines Tages, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Tawaf bei der Kaaba vollzog, wurde er von einer Gruppe von den Älteren der Quraysh angehalten. Sie sagten zu ihm: Mohammed, lass uns deinen Gott anbeten und du betest die Götter an, die wir anbeten. So sind wir auf demselben Rang. Wenn dein Gott besser als unser ist, dann profitieren wir davon, und wenn unsere Götter besser sind, dann profitierst du. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihnen, indem er die Sura Kafirun rezitierte. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Wa la ana a'bidun ma a'badtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Euch eure Religion und mir meine Religion. Damit ist nicht gemeint, dass es in Ordnung sei, wenn jeder seine eigene Lebensanschauung hat, man also seine Akzeptanz und Anerkennung ausdrückt. Wir akzeptieren andere Lebensanschauungen nicht aus einer Perspektive der Anerkennung. Sie sind falsch und führen zum Verderben. Aber wenn jemand an dieser Falschheit festhalten möchte, dann steht ihm diese Entscheidung frei. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Sie möchten gern, dass du schmeichelst, sodass auch sie schmeicheln können. Wir dürfen Gutmütigkeit und Schwäche nicht verwechseln. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war im Rahmen des Islam stets gutmütig und vor allem gerecht. Jedoch war es für ihn undenkbar, dass er von seiner islamischen Position ablässt. So sollten wir dieselbe Haltung an den Tag legen. Denn wann immer wir bereit sind, Kompromisse einzugehen, sind wir bereit, uns ein kleines Stück von Allahs Weg zu entfernen. Und wenn wir nicht erkennen, was sie im Schilde führen,
werden wir uns vom Islam distanzieren und ihrer Falschheit annähern.